So, es ist Zeit für einen weiteren Build. Heute schauen wir uns ein Budget-Build für die AK-47 an und vergleichen das auch zu einem Max-Recoil-Build, um besser zu verstehen, was sich lohnt und was nicht. Eine wahrlich wundervolle Waffe, die man zum Preis einer Tops kriegen kann. Also, holt einen Schraubendreher raus und steckt den Bohrer ein. Wie immer in der Budget-Serie verwenden wir nur Items von Trader Level 2 und alle Items sind mit Namen unten in der Beschreibung aufgeführt. So, anders als in anderen Guides kaufen wir die Waffe nicht, sondern bauen sie selber. Denn bei der lokalen Workbench, und dabei spielt es keine Rolle, wenn ihr die erst Level 1 habt, das funktioniert auch schon ab Level 1, gibt es zwei sehr interessante Rezepte. Diese lassen uns eine AK sehr, 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 sehr günstig bauen. Dazu brauchen wir lediglich eine AKM VPO und daraus erstellen wir erstmal zwei Weapon Parts. Dann nehmen wir einen von diesen Weapon Parts, kaufen uns noch den Handgriff für die AK und den Stock und tada, wir haben eine volle AK gebaut. Und wie gesagt, braucht ihr dafür nicht zwingend eine Workbench Level 2. Die AK-74N könnt ihr auch schon mit der Level 1er Workbench machen und spielt keine Rolle, welche Version ihr davon nehmt für diesen Build. Aber das Wunderschöne daran ist jetzt, die AKM VPO kostet im Schnitt etwa so 15.000. Heißt, ihr habt einen Weapon Part für so 7.000 irgendwas. Der Stock und der Handguard sind auch extrem günstig, da kriegt ihr die AK für 10.000 Rubel. Aber es wäre nicht eins von meinen Videos, wenn wir nicht versuchen würden, das noch günstiger zu kriegen. Die VPO muss nämlich nur funktionieren. Ihr könnt also alle anderen Teile abschrauben und verkaufen. Und wie ihr sehen könnt, nimmt ihr die VPO immer noch. Und dann kriegt ihr eine AK für 8.000 Rubel. Und so viel kostet eine TOTS und ihr kriegt dafür eine AK. So, jetzt wo wir die Waffe haben, können wir anfangen zu modden. Und wie immer beginnen wir mit dem Stock oder Hinterschaft oder Kolben. Da gibt's etliche Möglichkeiten, ihr könnt das Video pausieren, wenn ihr es genau angucken wollt. Aber im Grunde, nichts kommt bei Budget an das Rubberpad ran. Für nur 4.000 Rubel kriegen wir damit Abstand die beste Recoil Reduction. Also, Rubberpad montieren, weiter geht's. Dann beim Thema Pistolengriff, eben gibt's wieder etliche Möglichkeiten. Aber ich finde, 5.000 Rubel für nur ein paar Ergonomik mehr ist einfach, ist es nicht wert. Das einzige, was ich eventuell machen würde, wäre den Pistol Grip ersetzen für den PP Grip, weil der aber besser aussieht. Aber ihr braucht keinen. Die Ergonomics auf der Standard AK sind hoch genug. Besonders ohne Silencer. Apropos, was können wir denn an den Lauf ranschrauben? Nun, die Silencer, ich persönlich finde die Silencer für die AK echt schlecht. Die Werte sind massiv unterdurchschnittlich im Vergleich zu anderen Silencer für andere Waffen. Das einzige, was sich hier lohnt, ist der DTK Muzzle Brake. Für nur 5.000 Rubel macht er einen besseren Job. Außer ihr wollt natürlich unbedingt Silencer sein, aber sonst würde ich sagen, montiert den DTK. Dann geht's weiter mit den Handguards. Und gerade in der Budget-Reihe ist es einfach so, dass keiner von den Handguards, die wir günstig kaufen können, kann ein Griff und ein Tactical Device montieren. Außer der Polymer AK 100 Series 4 Grip. Wie immer irgendwie in den Videos. Ich persönlich würde sagen, kauft keinen Griff. Weil die Griffe sind extrem teuer für die paar wenige Recoil, die sie reduzieren. Aber kauft euch den Polymer trotzdem, weil wenn ihr einen Griff in Ray findet, könnt ihr ihn schnell montieren und tada, die Waffe ist besser. Das gleiche eigentlich mit den Tactical Devices. Wenn ihr günstigen Laser haben wollt, nehmt den Blue Laser. Ich persönlich spiele gerne die X400, weil ich da wechseln kann. Aber ihr könnt genauso gut da nichts montieren und dann irgendwie von toten Scavs oder dergleichen das montieren, was ihr in Raid findet. Gerade auf Customs oder Reserve, wo ihr eigentlich viele Weapon Attachments findet, kein Problem, die Waffe im Raid auszubauen. Dann, um ein Scope zu montieren, nutzen wir am einfachsten das Bastion Cover. Da können wir irgendein Scope draufschrauben, was ihr mögt. Das Cobra ist natürlich das günstigste, gerade mit dem Shape, toll für Ergonomics. Anders könnt ihr die Side Mounts verwenden. Da könnt ihr auch Range Scopes benutzen oder das B13, ein bisschen optisch ansprechender. Oder das OKP, falls ihr das lieber mögt. Also kommt wirklich komplett drauf an, was ihr bevorzugt. Mit dem Bastion habt ihr noch ein bisschen Recoil Improvement, aber es ist so klein, dass es nicht interessant ist. Das günstigste wäre ganz klar das Side Mount Cobra, aber das sieht so hässlich aus, dass ich persönlich das einfach nicht nutzen will. Also ich persönlich nutze immer das Bastion Cover und da das Cobra oben drauf mit dem Shade natürlich für mehr Ergonomics. Ich denke, das ist so der günstigste Mittelweg. Wenn ihr das jetzt zusammenbauen wollt, sehen wir 25.000 plus 8.000 für die Waffe, 32.000. Wollen wir das jetzt natürlich noch günstiger haben, wie gesagt, das Sidemount Cobra drauf, da landen wir bei 20.000 mit der Waffe, 28.000 für eine gemoddete AK mit Scope. Das ist unfassbar gut. Jetzt wie gesagt, mir ist es ein bisschen wichtig, wie die Waffe aussieht, deswegen mache ich die 32.000 Version und voilà. Da habt ihr eure sehr, sehr günstigste, oh Mann, Deutsch. Ja, E-Beams, Hans, Deutsch, Main.
Aber weiter im Text. Also die Stock-Arcade 85 Recoil, 50 Ergo und wir kriegen die für 8000. Jetzt unsere Version ist ein bisschen besser. Wir schaffen es auf 70 Recoil, 53 Ergo für 32.000. Wir legen also 24.000 obendrauf, um 15 Recoil abzuziehen. Bei einem maximalen Recoil-Build, aktuell für 48 Recoil, bezahlen wir 200.000, wenn wir die Trader haben. Ohne Max Trader kostet das locker eine halbe Million. Nur um weitere 20, 22 Recoil abzuziehen. Ihr seht also, was Kosteneffizienz angeht, wird es verdammt teuer ab dann. So, ja, das ist die Budget AK. Für vorne eine tolle Waffe. Ich hatte sehr viele gute Runs damit. Ich hoffe, ihr dann auch. Also zieht los und erfüllt Mütterchen Russland mit Stolz. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, wie immer, Daumen nach oben für den YouTube-Algorithmus. Wenn ihr Fragen habt, einfach in den Kommentaren stellen. Abonniert für mehr oder schaut mal im Stream vorbei. Link in der Beschreibung oder einfach hier auf YouTube. Bye, bye.